Was geht, YouTube? Hier ist mal wieder der Nerd. So, der Stream ist zu Ende gegangen. Es gab so einige Sachen, die gezeigt worden sind. Ganz vieles kennen wir schon von den PTS-Phasen. An den Patch-Notes ist nichts verändert worden, so wie ich das gesehen habe. Also alles, was in den Patch-Notes vorgekommen ist, bei PTS-Phase 2 ist so geblieben. Das heißt, wie auch schon im Video, vor ein paar Tagen habe ich auch schon ein Video gemacht gehabt, dass ja, und auch gesagt habe, dass da sich nicht viel ändern wird. Und so ist es auch gekommen, dass es so geblieben. Aber es sind ein paar Sachen rausgekommen, die das etwas, also jetzt kommende Season und so ein paar Sachen interessanter gemacht worden. Und zwar ist es so, dass es eine zusätzliche Exotik wird, also geben wird, und exotische Brust, die in den Game reinkommen wird. Und die wird nicht so einfach zu bekommen sein. Und das ist genau der Punkt, wo ich, also wo wir eigentlich drauf gewartet haben, wie bei Ouroboro zum Beispiel. Da musste man auch den Übergriff spielen, um die Ouroboro zu bekommen. Und da war wieder dieser Wille nach, ne, nach Kämpfen und nach Zocken, damit man die Ouroboro bekommt. So, und hier dieses Mal gibt es auch eine Exo, die dann, wie gesagt, diese exotische Brust, die sehr interessant sein wird, denke ich mal. Und für ein Tank-Build zum Beispiel im PvE, auch im PvP wird die sehr interessant sein. Und das muss man dementsprechend erstmal sich verdienen. Nach dem Stream sind natürlich die Patch-Notes veröffentlicht worden. Dann gibt es von der The Division die offizielle Seite zu Season 2. Und es gab auch einen Trailer, der knapp, glaube ich, 1,5 Minuten ging. Und da waren so ein paar Ausschnitte mit drin. Wir werden auch eine Manhunt haben, und die Manhunt wird so aussehen, dass wir jetzt die ganzen Unterstützer von China wieder ja, jagen dürfen, wie Theo Theo Panel, so heißt er doch. Ja, das wird das erste Ziel sein. Und nicht, ja, als ob wir das nicht schon mal gemacht hätten. Aber egal, ne, die wollen nicht meckern. Es ist ein Content, den wir uns gewünscht haben, beziehungsweise erhofft haben, dass wir überhaupt eine Beschäftigung bekommen. So, ja, 6 Staffel 2, Shades of Red, markiert den Beginn einer neuen saisonalen Reise. Mit Aaron Keener im Gewahrsam im Weißen Haus will er einen Deal mit The Division machen. Bevor die Agenten erfahren können, was er weiß, müssen sie die anderen Mitglieder von Kinas Team sichern. Beginnen mit Theo van Panel, das, was ich sagte. Ne? So, und dann jetzt hier, macht euch einen Kaffee und geht mal die saisonale Geschichte vor. So, die saisonale Reise. Das sieht so aus, dass wir eine gewisse Aufgaben erledigen müssen, bevor wir halt ja diese XPs bzw. ja Rewards halt bekommen werden. Ich denke mal, Season Pass, das werden wir morgen dann dementsprechend ganz genau erfahren. Aber die saisonale Reise führt ein strukturiertes Fortschrittssystem mit 7 aufeinanderfolgenden Missionen ein, die jeweils 8 Ziele erhalten. Es wurde entwickelt, um die Spieler durch die frühen Phasen jeder neue Season zu führen. Und bietet eine Mischung aus Herausforderungen, Zielen, wichtige Mechaniken, die wichtige Mechaniken einführen. Okay. Gut, Stufe 1, ab Stufe 1 erhältlich können Sie auch Spieler direkt in den Inhalt der aktuellen Season einspringen. Die gesamte Season-Reise wird zu Beginn der Season freigeschaltet. Wenn Sie jede Mission und jedes Ziel abschließen, erhalten Sie verschiedene Belohnungen, darunter XP, Season, Pass XP, Fortschritt. Fortschrittsteigende Gegenstände. Okay, jetzt habe ich das Zungenbrecher. Ressourcen, aktive Modifikatoren. Wenn Sie die gesamte Reise abschließen, erhalten Sie ein einzigartiges Kosmetikartikel. Okay, gut. Wie Kosmetikartikel. Muss man sehen, wie einzigartig das dementsprechend ist. Die sagen, dass es einzigartig ist. Dann Modifikatoren. Ich glaube, von Modifikatoren gab es genug Videos, die sich. Wie gesagt, die braucht ihr nur googeln und auf YouTube-Suche gehen. Nicht googeln, auf YouTube-Suche gehen und auch googeln. Genauso werdet ihr Videos finden dazu. Dann Prioritätsziele. Das ist ja diese Manhunt, denke ich mal. Die Prioritätsobjektivsystem bietet Vielzahl an zukunftsträchtigen Zielen und verbessert die Art und Weise, wie die Spieler im Spiel nach Gegenständen, Ressourcen züchten. Diese Übersetzung, züchten können. Ja, farmen können. Das System der Prioritätsziele wird nach Erreichen von Stufe 30 verfügbar. Okay, das ist schon mal natürlich gut. Von Stufe 30 hat man schon dementsprechend das Ganze.
So, bla bla bla. Die Spielen können jetzt hier ist ein basierten begrenzten Informationen wie Dauer, Belohnungsstrategie und Missionstyp. Ja, gut, das ist mir schon zu viel, was ich hier vorlesen müsste, dementsprechend. Wir werden das dementsprechend sehen, wie das Ganze. Das, was ich meinte, Theopanel, das wird jetzt das erste Ziel sein. Manhunt Scout ist ein neues System, das die Ergänzung des Spiels vorantreibt, indem es die Spielern dazu zwingt, wöchentliche Aktivitäten zwingt. Okay, abzuschließen, um die sie mit Ausrüstung, XP, Materialien und vor allem einen neuen Sammelstücken belohnen. Okay, zwingt ist nicht gerade das, was ich hören wollte. Wir werden sehen, wie gesagt. Wir wissen ganz genau, dass wir auch für Season Pass gelevelt. Um Season Pass zu leveln, haben wir ganz viel Konflikt gespielt, weil da geht XP ganz schnell. Wir werden mal gucken, ob das dementsprechend auch so ist. Bla bla bla, ich werde es nicht weiter vorlesen. Ich werde entsprechend die Seite hier verlinken. Das könnt ihr selber dann nachlesen. Ausrüstung, Waffen und Talenten. Diese Season führt zwei neue benannte Waffen und mehrere neue Talente ein. Zusammen mit einem neuen Ausrüstungsset und einem neuen Markenset, exotische Sammler, exotische Sammler wahrscheinlich, können sich in eine neue exotische Sturmgewehr, ein exotisches Holster und nein, inklusive exotische Bruststücke, also das, was ich meinte, freuen. Das für den Abschluss, den Höhepunktsmission vergeben wird. Die Übersetzung ist echt top. So, die Markierung. Ja gut, das haben wir schon gesehen. Das ist die Strega. Ich denke mal, die Strega wird in der Season drin sein, also im Season Pass drin sein. Das heißt, wir werden ja auch nach gewisser XP-Farm-Geschichte das Ganze bekommen. Wir werden gucken, wie schnell wir den Season dementsprechend auch bekommen können. Das ist das exotische Holster, was gewisse mehrere Buffs bietet. Wir haben hier PvE zum Beispiel, der erste Buff, Feuerrate und 20% Waffenschaden und PvP 10% Feuerrate und 10% Waffenschaden. Und dann halt ja Nachladetempo und Magazingröße. Wir werden halt dementsprechend gucken, ja, ob sich das im PvP durchsetzt. Im PvE weiß ich nicht, ob da so viel gewechselt wird, glaube ich eher weniger. Im PvP schon. Da werden zwischen Waffen hin und her gewechselt, sehr oft. So, neue Ausrüstung, da glaube ich, da hat sich nichts geändert. Das hatten wir vorher auch schon gesehen. Beim PTS Phase 2 hatten wir das schon erlebt gehabt, was da drin ist. Was aber interessant ist, hier Gegner, 35% Gegner innerhalb von 15 Metern. Das muss man sich anschauen. Das wäre sehr interessant, aber auch das genau von hier, das hier, Feinden, hier, das ist Wechsel von Schrotflinten und SMG, was öfters mal ja gespielt wird. Und das mit der neuen Brust vielleicht, mit dem neuen Holster, mit dem Set, und das, wenn man jetzt auf 45% mehr Waffenschaden, aber auf Anhieb ist der Wahnsinn. Das muss man dann gucken. Okay. Das ist Back to the Roots. Es ist in die Anfangsphase von Division-Zeiten. Das war ja so, die Klamotten hat er nicht wirklich. Ja, nicht wirklich nice ausgesehen und sieht so aus, als ob hier, obwohl es vielleicht jetzt hier so auf dem Bild so ein bisschen komisch aussieht, könnte vielleicht sogar interessant sein. So, Karabiner G9 und Präzisionsschlag, das sind neu benannten Waffen und Talente. Das werden wir dementsprechend, wenn die erscheinen, auch so, ja, erfahren. So, das ist das, was mich interessiert, und zwar die neue Schwierigkeit Meister. Die Master-Klimax-Mission führt einen neuen, brandneuen Schwierigkeitsgrad ein, der exklusiv für Manhunt-Klimax-Missionen verfügbar ist. Dieses Level ist für Hardcore-Spieler gedacht. Ja. Wer ist der Hardcore? Die eine zusätzliche Herausforderung suchen, erwarten sie eine härtere Feldskalierung und die Einbeziehung von saisonellen Modifikatoren. Ach, mit Einbeziehung saisonellen Modifikatoren, okay. Man kann die so gesehen nicht umgehen dann. Die ihre Fähigkeiten an die Grenzen bringen. Oh, da bin ich gespannt. Diejenigen, die sich gegen Gelegenheit stellen, werden mit speziellen Boni belohnt. Wie zum Beispiel zusätzliche XP, hochwertiger Beute, Ressourcen, hochwertiger Beute. Da bin ich echt gespannt. In-Game-Währung, einzigartige Vanity-Gegenstände. Oh Gott. Darüber hinaus gewährt der erfolgreiche Abschluss eine Master-Climax-Mission den Spielern die exotische Truhe Provocator als besondere Belohnung. Provocator-Truhe, Talent, das ist die Provocator-Truhe, ja gut.
der Provokator, das wird dann die Bruststimme sprechen sein. Exotische Brust, Provokator. Ja? Ist das der hundertprozentige? Also steht jetzt keine Chance, also keine jetzt Chance Drop, also ist hundertprozentige. Also kann man hundertprozentig bekommen, denke ich mal. Vorschlaghammer, Moskito, Überarbeitung, so Gewehre. Die folgenden Gewehre und MMRs werden vollautomatisch. Aha, guck mal, nicht alle. Die folgenden Gewehre: LVOC, MDR, Revenes, Lightweight. Ah, ich glaube, guck mal, das muss man sich dementsprechend mal anschauen, was ich schon mal gesagt habe. So, für bekannte Probleme: Aktualisierung, Lootpool. Ja, da gibt es auch jetzt benannte Waffen. So, und da wird dem TO20, dem Beutepool für Missionen, Missionsbosse, eine neue Charge, benannter Waffen hinzugefügt. So, und da können wir, das haben wir aber auch schon bei BTS Page Notes auch gelesen, dass man gewisse benannten Sachen in den gewissen Missionen farmen kann. So, allgemeine Leistungsverbesserung wurde optimiert, ein flüssiges Spielerlebnis auf PC zu ermöglichen. Okay. PC, Jungs, auf PC, freut euch, da gibt es Optimierung. Dann gibt es Freundsempfehlung, das ja, empfehle dann das Spiel den Freunden, dann kriegst du in-game Belohnungen. Ich glaube, in den Jahren hat man schon so weit empfohlen, bis man nicht mehr konnte, glaube ich. So, Season Pass, und was ist das, was mir gesagt, was mir sagt hier? Season Pass und Stega wird angezeigt, und ich nehme, Stega ist im Season Pass drin. So, Spieler mit dem Season Pass können Zugang zu den folgenden Premium Track-Belohnungen erhalten: 10 Zahnradfarben, 10 Waffenskins, 2 Outfits, 2 neue Patch, also die Arm-Patch. Okay, darüber hinaus 400 Währung, kann man 400 Währung noch dafür bekommen. Also Ingame-Währung. Okay, Premium-Stärke, ja, bla. Okay, das wird jetzt wieder so ein Pack zu kaufen geben für ja, Geld. Wer sich das, kann man sich so ein Spezialpack kaufen und bekommt man diese Maske. Ja, so ein einmaliges Angebot für 20 Euro oder erhalten Sie, nee, 20 Dollar, Entschuldigung. Es beinhaltet 2000 Premium-Credits, einen Bonus von 600, also 2600 Credits und als Sahnehäubchen erhalten Sie eine seltene Auguri-Maske. Okay. Das ist der fertige Brief. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Sieht ganz cool aus. Das wird mich interessieren. Und auf jeden Fall das hier, neuer Schwierigkeitsmeister. Da bin ich auch sehr gespannt. Da gibt es wohl ganz, ganz coole Skins noch. Die gibt es jetzt zum Beispiel hier nicht. Da auf YouTube wird gerade auch ganz viel oder auf Twitter wird ganz viel davon gezeigt. Von diesen. Ah, warte mal, kann ich das jetzt nochmal kurz wechseln? Gehe ich nochmal auf YouTube. So, gucken wir da. Shades of Grey. Shades of Grey, Shades of Red. So, Shades of Grey, ja genau. Erwischt. Ah, da war doch irgendwas. War das nicht im Video? Warte mal. Ach, Abos muss ich gucken. So, da, zack. So, zack, zack. Was ist das hier? Das habe ich geguckt. Okay. Na ja, gut, dann würde ich das mal eben anders machen. Oder mal gucken mal auf. Gehen wir auch mal auf Twitter. So, da gab es was, glaube ich, soweit ich weiß, zu sehen. Sieht ganz, ganz cool aus. Das ist die Brust. Was ist das hier? Ja, das ist cool. Das ist cool. Das Apparel, also neue Bekleidungsevent, wird kommen. Das ist sehr interessant. Guckt euch das mal an. Das sieht cool aus. Ist so irgendwie so alienmäßig so in die Richtung so. Also angelehnt an Stalker, was jetzt im November kommen wird. Dann war doch noch was. Dann war da noch was hier ein bisschen mehr Werbung. Das hier. Yeah. Also das ist ja krass geil, oder? Das sieht ja mega krass geil. Der Skin sieht ja richtig toll aus. Ja, das ist das, was ich zeigen wollte. Zu dem Stream, beziehungsweise zu der kommenden Season. Ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht. Ich denke mal nicht. Es ist ein anderes Spielen.
was auf uns zukommt, also eine andere Art zu spielen. Vielleicht wird das auch eine gewisse Herausforderung sein. Aber diese die Geschichte hier mit dem Master, da bin ich echt gespannt, wie das Ganze so. Damals war das mit dem Übergriff schon so fucking schwer. Ich bin gespannt, wie das hier so sein wird. Ja, das war's von mir, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wer noch nicht abonniert hat, Abo da lassen. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Reingehauen, bis demnächst.